Was zeichnest du? Irgendwas, was mir durch den Kopf geht. Was geht dir durch den Kopf? Ich denke an den Frühling. Dass du dir hier grüne Wiesen und summende Bienen, Ameisen und Apfelbäume vorstellen kannst. Warum denn nicht? Schau dich doch um. Überall das trostlose Antlitz von Fäulnis. Das stimmt nicht. Wir leben noch. Ja, möglich. Wir sterben langsam. Wie geht es dir? Etwas besser. Das Essen tat mir gut, auch wenn ich nicht so viel essen konnte. Die Mutter ist so sanftmütig. Ja, ein großes Herz hat sie, das die Menschheit umarmen könnte. Das hat sie dann immer zur Mutter gesagt. Du hast ein großes Herz, das die Menschheit umarmen könnte. Du vermisst ihn, nicht wahr, Jam? Die haben mir den einfach entrissen, einfach so. Als wir gemeinsam in der Autowerkstatt drüben am Marktplatz gearbeitet haben, von dem hier heute nichts mehr übrig ist. Weißt du, mir hat der Job in der Werkstatt wirklich gefallen. Ich hatte meine Kollegen gerne um mich herum. Ich denke oft an diese Zeit zurück. Rückblickend wirkt sie eigenartig und unschuldig. Und Sinan, der brauchte einfach das Geld für sich und seine kranke Mutter. Die waren unerträglich arm. Ich weiß. Aber weißt du, Zelda, trotzdem hat ihn die Armut nicht verbittern lassen. Er hatte seine Zweifel, aber verzweifelt ist er nie. Er ging immer geradeaus. Er hat so schön gesungen und mit seinen Liedern die Dinge sagen können, zu denen mir die Wörter fehlen. Jede noch so kurze Pause nutzte er in der Werkstatt, um die eine oder andere Zeile zu singen. Und wenn er nicht singen konnte, da pfiff er während der Arbeit Melodien. Einmal, Zelda, da bin ich früh zur Werkstatt gegangen. Ich konnte in der Nacht eh nicht schlafen. Und als ich in die Werkstatt eintrat, die noch unberührt und leer schien, da sah ich, dass Sinan unter einem Auto lag und dabei aus Leibeskräften gesungen hat. Ich habe mich auf einen Stuhl gesetzt und ihm einfach zugehört. Ich wollte ihn gar nicht stören. Als er sich dann herausrollte, lachte er mich an. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn auch. Er war ein guter Kerl. Das singende Licht in unserem Kellerloch. Ja, genau. Zelda? Ja. Ich habe Angst. Wovor? Du wirst wieder gesund. Ich werde so lange bei dir bleiben. Ich verspreche es dir. Das ist es nicht. Was dann? Ich habe Angst. Angst, dass sie uns auch kriegen. Ali ist ein finsterer Mensch, aber er hat doch recht, wenn er sie Barbaren beschimpft. Sie haben unsere Genossen lebendig verbrannt und ich befürchte, sie werden es wieder tun. Wieder und wieder. Ein entfachter Brand erlischt nicht von selbst. Wir werden kämpfen, Jan. Noch liegt Schnee auf den Bergen, aber wenn erst einmal der Frühling anbricht, dann wird es auch wärmer. Der Schnee wird schmelzen und unsere kampferprobten Führer werden hierher zu uns eilen und uns tatkräftig beiseite stehen. Dann werden wir siegen. Bis dahin müssen wir durchhalten. Aber wie lange wird das noch dauern? Wenn es so bleibt, wie es ist, wird die Stadt im Frühling nicht mehr sein. Dann gibt es nichts mehr zu retten. Es dauert nicht mehr lang, Jan. Wir müssen Geduld haben. Du weißt doch, was Vater immer sagte. Das Volk wird irgendwann siegen. Dafür muss es sich in Geduld üben. Geduld? Die Umstände. Dieser Körper kennt keine Geduld. Alles verwest. Wir ersticken im Sumpf. Siehst du es denn nicht? Irgendwann, da werden wir siegen. Unsere Partei ist die Partei der Getretenen und Bespuckten. Die unsichtbare Partei der Menschheit. Auch wenn nicht wir diejenigen sein werden, die die Fahne der neuen Zeit hissen. Nach den Herrschern werden die Beherrschten sprechen. Sprich also nicht wie ein Besiegter. Zelda, ich würde gern anders, aber... Weißt du, der Frühling, den du erwartest, schenkt uns nicht die geringste Achtung. Ich kann mich an einen längst vergangenen Frühling erinnern, der schön war und Schmetterlinge wie eine Pusteblume in die Luft blies. Die Äste der Trauerweide am Ufer über die glatte Oberfläche eines Sees streichen ließ, den milden Duft der aufgehenden Königskerzen auf unsere weite Steppe verbreitete und die Vögel herbeirief. Aber hier im Loch,
Zelda, in diesem schmutzigen Kampf habe ich gelernt, dass der Frühling nicht so ist, wie wir uns ihn vorstellen. Der Frühling tritt uns still und gleichgültig gegenüber. Ja, Zelda, Abgewandtheit, nichts als gleichmütige Abgewandtheit ist das Gesicht des Frühlings. Der Frühling schert sich nicht im geringsten um unser Bedürfnis nach den Genossen auf den Bergen. Gegen den Frühling sind wir stumme Geschöpfe, die nur vergeblich hoffen können, dass diesem Elend ein Ende bevorsteht. Der Frühling ist bedeutungslos angesichts der Kälte auf dem Erdgestirn. Unsere Bedürfnisse gehen den Frühling einen Dreck an. Wenn unsere Führer kommen, ist der Kampf schon längst verloren und die Stadt schon verbrannt. Sie werden allenfalls die Trümmer und unsere Asche zusammenfegen. Das Leben ist ein Sturz und alle warten auf seinen Aufprall. Chan, was du sagst, ist schrecklich falsch. In einem, höchstens 2 Wochen wird der Schnee geschmolzen sein. Das hat mir Mutter gesagt. Und dann... Das sind 7 bis 14 Tage. Für uns ist aber jeder Tag ein Tag um Leben oder Tod. Wie sollen wir 7 und mehr Tage durchhalten? Das ist unmöglich. Wir werden kämpfen müssen. Täglich. Für das Leben. Zelda. Ja? Denkst du, Mutter hat recht? Womit? Dass wir kapitulieren sollten. Ich verstehe, was Mutter meint. Aber unsere Feinde werden uns trotzdem nicht verschonen. Mutter denkt, die Herrschenden besitzen Gnade. Und? Sie besitzen sie nicht. Eine Kapitulation ist heute eine Schmach gegen die Gerechtigkeit. Sie stärkt den Feind in seinem Willen, seine Verbrechen fortzusetzen. Das heißt, sie ist keine Option? Ja, das heißt es. Ein blutiger Zwang der Umstände, die sie uns auferlegten, ob wir wollen oder nicht. Aber was ist mit der Jugend? Unsere Jugend? Weißt du, ich denke über die Worte von Mutter nach. Und jetzt, wo Sinan nicht mehr ist... Aber was soll mit der Jugend sein? Natürlich hat Mutter in gewisser Weise recht. Was hat sie aber nicht alles verloren? Sie ist müde. Sie ist alt und verbraucht. Sie sucht ihren Frieden mit dieser Welt. Sie will sich versöhnen, weil sie keine Kraft mehr zum Kämpfen hat. Sie will vergessen. Jan, aber wir sind jung und stark. Nur wir können kämpfen. Die Mutter hingegen ist frustriert. Wir dürfen es nicht sein. Wir müssen die Fackel sein, die die Ölspur entzündet, welche ins Herz der Menschheit führt, damit sie die Welt erschüttert und alle Kälte aus ihr vertilgt. Sinan war auch nie frustriert und ist trotzdem tot. Und leider schließt der Kampf die Möglichkeit zu sterben mit ein. Ja, wahrscheinlich. Siehst du, wir haben nun einmal keine Wahl. Zwischen dem Recht auf Jugend und der Wirklichkeit besteht heute ein großer Abgrund. Eine riesige Kluft. Wir kämpfen gegen diesen Abgrund, den sie zwischen uns und der Wirklichkeit wie eine Falle aufgestellt haben. Wenn wir aufgeben, treten wir in diese Falle und stürzen in den Abgrund. Dann würden sie siegen. Muss dieser Kampf aber so sein, wie er jetzt ist? Ich habe schon ganz vergessen, wie es sich anfühlt, zu lieben, mich an warme Haut zu schmiegen. Täglich tilgt sich etwas Warmes aus meiner Brust. Die Leere, die es hinterlässt, wird immer kälter. Ich ertrage das nicht. Mir ist ganz kalt ums Herz. Schau, wir sprechen doch nicht mal mehr wie junge Leute. Würde uns jetzt ein moralisch gesunder Mensch zuhören, würde er die Schwere und den Ernst in unseren Worten hören. Er würde das Blei, das auf unseren Herzen liegt, schmecken. Wenn er uns nur hören würde, würde er denken, welch schauderhafte Kreaturen! Wir sind vom Ernst beherrscht. Uns entgeht jedes Lebensglück. Und? Was ist schon dabei? Von Ernst ist noch niemand gestorben. Es gibt genug Verführung und Rausch unter den Menschen. Und sie gibt es, um die Zerbrechlichkeit ihrer Lage zu leugnen. Dann kann man sorgloser vergessen. Ernst ist heute vonnöten, Jan. Viel mehr, als du denkst. Wir wollen uns nicht blenden lassen und darum blicken wir unverblümt und ernsthaft auf die Nüchternheit der Dinge. Heute findet ein Krieg zwischen den Menschen statt. Was ist mit unserem Glück, unserer Liebe? Niemand, Jan, liebt so sehr wie derjenige, der unterdrückt ist und dagegen kämpft. Unsere Liebe ist maßlos. Unsere Liebe kämpft nie für sich und niemals nur für andere. Und mit unserem Glück? Ich habe Sehnsucht danach. Ich habe Träume. Zelda, wolltest du nicht auch mal glücklich sein? Mit Kaptan die Welt bereisen und in Europa Kunst studieren? Du hattest doch so viele Träume. Und jetzt? Jetzt wirkst du schrecklich traumlos.
Wie jemand, der Angst hat zu schlafen, weil er dann träumen könnte. Ja, die hatte ich. Aber ich habe meine Verantwortung entdeckt. Meine persönlichen Träume sind nichtig. Jan, ich habe gelernt, wir sind Betrogene. Betrogen um unsere Jugend und um unsere Träume. Man kann heute nicht glücklich sein, ohne das Unglück seines Nächsten in Kauf zu nehmen. Unter diesen Umständen ist Glück ein Verbrechen. Ich weise es zurück. Wenn ich also gegen den Betrug und die Verbrechen kämpfe, kämpfe ich gegen das Glück von heute. Ich will doch auch mal lieben und nicht auf morgen warten. Ich weiß nicht, ob ich das alles wohl überlegt sagte. Sicherlich nicht. Ich bin zu dir offen. Ich vertraue dir. Du bist meine Schwester. Diese Situation ist untragbar für die Stimme in mir. Ich kann den letzten Funken Jugend in mir nicht ersticken. Ich... Was willst du ersticken? Niemanden. Du sagtest doch ersticken. Na sag schon, jetzt bin ich neugierig. Lass ihn in Ruhe, Majid, er ist krank. Wieso? Hat Fadimas Korb ihn nicht satt gemacht? Hat er nicht gefressen? Er hat noch Fieber. Fieber, so. Ein Revolutionär, der Fieber hat. Klingt wie Theater. Warum musst du immer mit so einer grausamen Art auf die Leute dreschen, die nicht so sind wie du? Nun, wie bin ich denn, liebe Zelda? Oh, manchmal entsetzlich böse. Nun denn, wenn es nichts weiter ist. Aber hey, du Chan, ich schlage dir vor, wen auch immer du ersticken möchtest, geh auf Nummer sicher und erdrossle ihn. Oder weißt du was, stell ihn am besten direkt vor die Wand und erlaube ihm noch kurz ein letztes Wort, eine Art Beichte, dass er wie ein reuiger Hund in die grauenhafte Welt winseln will. Und sobald er seine Lippen öffnet, um jämmerlich zum letzten Winseln anzusetzen, kommst du ihm rasch zuvor und brüllst, ihr lasst uns nicht sprechen, so möchten wir auch euch nicht sprechen lassen. Und peng, dann drückst du ab. Das ist eine sichere Verfahrensweise. Damit machst du nichts falsch. Siehst du? Du bist manchmal entsetzlich böse. Ja, man muss mit dem Bösen paktieren, um das Gute zu verwirklichen. Da spiele ich gern den Bösen. Einer muss es ja schließlich tun. Einer muss konsequent sein. Diese Rolle wird mir zuteil. Du... Nein, lass ihn. In dieser Sache hat er recht. Siehst du, Zelda? Auch der Schwächling gibt mir recht. Kameraden, ich möchte etwas vorschlagen. Sieh an, schau, Majid. Jan möchte etwas vorschlagen. Tu es nicht. Nicht jetzt. Ich kann nicht anders. Kameraden, ich habe über Nacht viel nachgedacht. Über unsere Lage, über den derzeitigen Stand der Belagerung, über Sinans Fall und über die Worte von Mutter. Schaut, unser Zustand ist miserabel. Wir haben keine Munition mehr. Wir sind vom Volk und von den anderen Genossen abgeschnitten. Auf den Bergen liegt noch Schnee, auch wissen wir nicht, wie oft Mutter das Unterfangen betreiben kann, uns Proviant zu bringen. Sie beginnen jeden Winkel der Stadt auszuräuchern, so als würden sie, wie Alia sagt, Ungeziefer jagen. Und ihr seht, mir geht es nicht gerade gut. Angesichts all dieser drückenden Umstände denke ich, dass das Klügste und Vernünftigste eine Kapitulation wäre. Um später zu einem geeigneteren Zeitpunkt den Kampf wieder aufzunehmen. Was bringt es hier zu schmoren, wenn wir ohnehin nichts bewirken können? Nichts. Es bringt nichts. Wir richten uns dazu ein, zu sterben. Tot aber sind wir der gerechten Sache nicht mehr nützlich. Nur lebendig nützen wir ihr. Außerdem, wie Mutter sagte, sind wir doch noch jung. Wir sollten uns für das nächste Mal noch besser vorbereiten. Noch enger das Volk hinter uns wissen. In der jetzigen Lage ist unser Kampf ein Kampf gegen uns selbst. Ich schlage vor, zu kapitulieren. Was soll der Scheiß? Was sagst du? Du verlangst von uns Verrat? Nein, ich verlange Einsicht. Kapitulation ist Verrat. Sie kann auch Klugheit sein. Klugheit? Du hältst dich wohl für außerordentlich klug, was? Du Schwächling. Du willst doch nur aufgeben, weil dein Wille gebrochen ist. Du hast Angst vor den Unterdrückern. Deswegen bettest du dich ein in die Unschuld deiner Erinnerungen, um das Unerbittliche jetzt zu vergessen. Vielleicht ist das so. Niemand ist unschuldig. Diesen Vorschlag kann man ja nicht ernst nehmen. Das Hirngespinst eines Fieberkranken.
Ja, Majid, ich bin krank, aber noch bei Sinnen. Der Vorschlag ist todernst gemeint. Wenn wir nichts mehr zu gewinnen haben, bleibt der Kampf ein Kampf gegen uns. Wir sollten kapitulieren. Es gibt keine Aussicht auf Erfolg. Und was denkst du, wird danach sein? Denkst du, sie werden dich und überhaupt uns alle in ihre Arme nehmen und dir Medikamente bereitstellen? Denkst du, sie werden uns wie vom Blitz getroffen mit ihrer Güte bescheren, uns einen großen Laib Brot vors Maul legen und sagen, fresst ist für euch, mitnichten. Dann beginnt die eigentliche Folter. Das Loch, in dem wir noch gefangen sind, ist dahingegen bequem. Wir bleiben hier und basta. Majid, du entscheidest nicht allein. Hier gilt das demokratische Prinzip, das weißt du. So haben wir es bisher immer gemacht. Und wenn die Kapitulation ein ernst gemeinter Vorschlag eines Kameraden ist, dann ist er zu respektieren. Ich war nie für das demokratische Prinzip, es zeugt von Schwäche. Doch mir soll es recht sein, wenn es nun einmal nicht anders geht. Du hast immer noch hohes Fieber. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Hast du was gegessen? Ich hab's versucht. Ein wenig ging rein. Jan, ich hatte dir doch gesagt, du musst ordentlich essen, um dich zu stärken. Dein Körper braucht Nahrung. Ja, ich weiß, Kapitän. Ich hab's versucht. Ich sagte doch, dass ich ein paar Happen gegessen habe. Trinkst du ausreichend Wasser? Er trinkt ununterbrochen. Gut, immerhin. Nun komm, du musst wirklich was essen. Jans körperliche Verfassung ist in einem kritischen Zustand. Er muss ärztlich behandelt werden. Er muss ins Hospital. Das Hospital? Wer weiß, ob es noch steht? Haben sie bestimmt auch schon zerbombt, diese Barbaren. Und sollte es noch stehen, ist es bestimmt menschenleer. Sie schießen, wie Mutter ja sagte, mittlerweile auf alles. Kranke sind da gefundenes Fressen. Jedenfalls hat Jan insoweit mit seinem Vorschlag recht, dass er ins Hospital muss. Außerdem braucht er Medikamente, die wir nicht haben. Ach mein, können wir ihn nicht ins Hospital bringen, ohne dass sie es merken? Der Versuch, ihnen ein Hospital zu schaffen, von dem wir nicht einmal mehr wissen, ob es in Betrieb ist, wäre selbstmörderisch. Es würde die ganze Gruppe gefährden. Sei nicht naiv, Zelda. Majid hat recht. Das wäre zu riskant. Was ist mit meinem Vorschlag? Stimmen wir endlich ab? Nun gut. Majid, was sagst du? Kapitulation ist Verrat, kommt nicht in Frage. Was ist mit dir, Ali? Ich kämpfe gegen die Barbaren bis zum bitteren Schluss. Okay. Und du, Kapitän? Jan muss dringend ins Krankenhaus. Das ist eine medizinische Tatsache. Auf der anderen Seite wäre eine Kapitulation angesichts dessen, nicht zu wissen, was da draußen passiert, sehr riskant. Sie haben unsere Genossen, obwohl sie sich ergeben haben, ermordet. Wir wissen also nicht, ob sie eine Kapitulation als eine solche annehmen. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass sie keine Gefangenen machen wollen. Wir sollten noch etwas warten. Vielleicht schaffen es die Genossen aus den Bergen frühzeitig zu uns. Oder die Offensive nimmt ab, wenn sie niemanden mehr finden. Insofern, ich bin gegen den Vorschlag von Jan. Tut mir leid, Mann. Du musst durchhalten. Iss was, wie ich dir sagte. Nun, dann ist die Sache beschlossen. Der Vorschlag von Jan wird... Warte! Was ist? Du hast noch keine Stimme abgegeben. Ja, aber... Aber meine Stimme fällt ja nicht mehr ins Gewicht. Du siehst, Bruder, die drei sind gegen deinen Vorschlag. Ich will wissen, wie du dich entscheidest. Aber Jan, du hustest ja ununterbrochen. Du musst auf dich Acht geben. Reg dich nicht so sehr auf. Das ist nicht gut für dich. Komm, ruh dich aus. Ich gebe dir meine Decke. Ich will wissen, wie du dich entscheidest. Das ist mein Recht. Aber was zählt denn meine Stimme jetzt? Selbst wenn ich für deinen Vorschlag wäre, wäre er abgewiesen. Das weißt du doch, Jan. Jan hat recht, Zelda. Das ist dein Recht. Auch du musst dich entscheiden. Du sprachst doch gerade noch vom demokratischen Prinzip. Also, wenn du es wissen willst, der Frühling ist nah. Ich bin gegen deinen Vorschlag, aber kleiner... Lass mich, lass mich. Ich bin kein Kind. Ich komme zurecht. Ich habe schon verstanden. Ich bin krank, aber nicht dumm. Wir können uns ja direkt eine Kugel durch den Kopf jagen. Hier, das ist der Wahnsinn. Ihr wollt tot. Ah, so spricht einer, der im Wartezimmer des Verrats sitzt. Er verzweifelt, der Arme. Genau, er ist im Fieberdelirium. Seine Haare sind ganz nass, er verliert den Verstand, Fieberschweiß. Alle, ihr und die da, ihr alle seid kopflos. Nur Zerstörung habt ihr im Kopf. Ich will doch nur meine Jugend zurück. Nur für eine Stunde. Ich will Sinan beerdigen. Ich will Autos reparieren. Vielleicht irgendwann Ingenieur werden und Brücken bauen. Ich will Geborgenheit. Diese Welt, sie ist eine Hölle. Und
und wir alle sind ihre Gefangenen. Genau, du begreifst allmählich. Und wir wollen diese Hölle vernichten, um eine neue Welt auf ihr zu erbauen. Erst dann werden Brückenbauer für Menschen benötigt. Heute braucht man sie für Panzer. Du siehst gar nicht gut aus. Das weiß ich selbst. Wie geht's dir? Lass mich in Ruhe. Ich wollte mit dir sprechen. Deine Schwester sorgt sich sehr um dich. Es gibt nichts zu besprechen. Lass mich jetzt allein. Du hast Sinan geliebt. Wie geliebt? Wir haben ihn alle geliebt. Du doch auch. Ja, Jan. Aber ich meine, du hast ihn wirklich geliebt. Was willst du, Mann? Geh jetzt! Ich werde es niemandem verraten. Zelda weiß es auch nicht. Ich dachte nur, du brauchst jemanden, der dir zuhört. Ich... Jan, das ist absolut okay. Ich habe ja selbst nichts geahnt, Kapitän. Ja, verdammt. Ja, ich habe ihn geliebt. Ohne ihn schaffe ich es nicht. Wusste Sinan, dass du ihn liebst? Nein, wie auch. Ich wusste es ja selbst bis vor kurzem nicht. Ich hätte es ihm sowieso nicht gesagt. Wenn du jemanden zum Sprechen brauchst... Das ist so merkwürdig, dass ich... Ich sag's niemandem. Du hast nichts zu befürchten. Danke. Meine Schwester hat viel an dir. Und ich habe viel an ihr. Sie hat mich überzeugt, dass dieser Kampf notwendig ist. Deswegen bin ich hier. Dieser Kampf. Was, Jan? Ach, nichts. Dieser Kampf. Das Leben ist brutal. Das Leben ist auswegslos. In mir flackert immer das Bild von einer weiten, langen Steppe auf. Mit vereinzelten Königskerzen, hier und da. Und diese weite Steppe streckt sich in einen am Horizont leuchtenden Meer, worin sie mündet. Die Wellen plätschern sachte auf die Küstensteine und die weißen Vögel gleiten krähend über das Wasser, das mild über die Sandbank schäumt. Ich kann nicht Tag ein, Tag aus in einem dunklen Loch ausharren, ohne für einen kurzen Augenblick am Tag die Weichheit der Sonne auf meiner Haut zu spüren. Jetzt, wo Sinan auch nicht mehr da ist, sehe ich keine Zuversicht mehr. Auch nicht mehr in deinen Augen, Zelda. Jede Zuversicht zerfällt in Staub. Ich muss weg, sonst gehe ich zugrunde. Ich will Brücken und Eisenbahnen für mein Volk bauen. Viel Glück, Kinder Anatoliens. Thank you.
hast seit gestern nichts gegessen, Zelda. Hier, iss was. Gut, wenn du keinen Hunger hast. Wie geht's dir denn? Ich merke schon, dumme Frage. Tragisch, was mit Chan passiert ist. Das ist mein Ernst, guck mich nicht so giftig an. Auch mir war Chan teuer. Vor der Belagerung haben wir uns sogar gut verstanden. Weißt du überhaupt, er war oft bei mir und in unseren Treffen, ja sehr oft sogar. Er wollte mit mir oft über die wahren Ursachen des Elends unseres Volks sprechen. Das gefiel mir. Aber so richtig energisch, fast schon begeistert war er, wenn von Gerechtigkeit und der sozialen Idee die Rede war. Dann war dein Bruder nicht mehr aufzuhalten, das sage ich dir. Über die soziale Zukunft sprach er gerne, manchmal sogar unverbesserlich, aber über das Bestehende mochte er kaum sprechen. Da war er fast konfliktscheu. Wenn da seine Romantik nicht wäre, dann wäre er sicherlich ein robuster Kämpfer, wie du, Zelda. Genau, Zelda, diese Entschlossenheit, die in deinen Augen brennt, die fehlte ihm letztlich ja doch. Er dachte immer an morgen, da war er Feuer und Flamme, der Ärmste. Schade um ihn. Ich weiß, sein Tod tut dir besonders weh. Vielleicht war ich zu streng mit ihm. Ich musste, Zelda, musste das. Nur durch strenge, strengste Disziplin lässt sich was bewegen. Wir alle wissen, dass wir unser Leben riskieren. Anders ist die Einsamkeit nicht zu überwinden. Liebe, Glück, das sind Träume, die wir aufgeben müssen, damit eine neue, bessere Welt entsteht. Denkst du, ich verstand Chan nicht? Und wie ich ihn verstand? Ich verstand alles an ihm, vor allem seine Sehnsucht. Auch ich hab geliebt, Zelda. Du weißt, was man alles aufgeben muss. Du weißt, wie schwer das ist. Ich wollte auch Glück und all das. Aber man raubt es uns Stück für Stück und macht uns zu Maschinen, zu Automaten. Wie können Maschinen und Automaten Glück wollen? Das geht nicht. Ja, ich verstand unseren Chan. Wenn man mal geliebt hat, versteht man alles Widersinnige am Menschen. Weißt du noch, lange vor dem hier, unten am Fluss, du erinnerst dich doch, wo wir beobachteten die Schwimmblätter einer weißen Seerose und sprachen über die Erde und das Universum. Ha, dass ich jetzt daran denke, dass ich das Widersinnige in mir noch nicht ausgelöscht habe, alles Belanglosigkeiten, dummes Zeug, Befangenheiten aus der Jugend, die man loswerden muss. Hör auf, mich so anzuschauen. Was ich gerade sagte, das war Quatsch. Das war Schwäche. Man muss stark sein. Stark. Nur Stärke zählt. Heute gilt nur Stärke. Jede Schwäche wird zerhauen. Wenn man nicht kämpft, wird man gefressen. Was soll das, Zelda? Brauchst du etwas? Willst du noch was essen? Zelda, weißt du noch, damals am Fluss, die Seerose, ich liebte dich. Sie kommen sich näher. Majid küsst Zelda. Sie sind zurück. Ha, sie haben Chan gerecht. Du. Majid. Ja? Majid. Ja, verdammt. Und, erfolgreich? Nein. Verflucht. Zu viele Soldaten. Was ist mit dem Sprengsatz? Detoniert. Und? Dann war es doch erfolgreich. Nein. Warum? Der Sprengsatz ist in die Luft gegangen, aber die Durchschlagkraft hat nicht gereicht. Keine Verletzten, keine Toten, keine Zerstörung? Nein, leider. Verflucht. Sag mal, wo ist Kapdan? Wurde dir verfolgt? Hat man auf euch geschossen? Nein, also, ich meine, nein, sie haben uns weder gesehen noch verfolgt. Nur ein Soldat. Wie ein Soldat? Was für ein Soldat? Hat ein Soldat Kapdan erschossen? Nein, Kapdan ist gesund. Ich meine, diese Dreckskerle sind unversehrt. Aber einen Soldaten haben wir gefangen genommen. Wo ist er? Draußen, mit Kapdan. Kapdan sagte, wir sollen nicht einfach so in unser Versteck platzen. Eben wegen dem Soldaten. Soll ich sie holen? Ja, aber natürlich. Bring sie her. Diese Schweine. Immerhin haben wir uns einen von ihnen unter die Nägel gerissen. Jetzt, Zelda, kannst du dich an den Mörder deines Bruders persönlich rächen. Ha! Los, du Dreckskerl, beweg dich! Noch? Du Arschloch, los, sagte ich. Bringt ihn am besten hierher. Majid, gib mir die Fessel. Jetzt zahlen wir es euch heim, ihr Barbaren. Warte. Wie? Was ist? Er kann uns noch nützlich sein. Wer leitet eure Operation? Sprich! So, du willst nicht.
Jetzt sprich oder ich puste dein Hirn weg. Nicht. Sei ruhig. Jetzt sprich. Wer leitet eure Operation? Ihr seid Terroristen. Ich spreche nicht mit Terroristen. Wir sind Revolutionäre. Revolutionäre sind Terroristen. Was für ein Idiot. Jetzt sprich, du Hund. Wer leitet die Operation? Du Arschloch! Ihr verdammten Terroristen. Wollt ihr mich foltern? Dann macht's. Ich sage nichts. Keine Sorge. Foltern überlassen wir euch. Ist euer Werkzeug. Ihr verdammten Terroristen. Halt's Maul und antworte. Wer leitet die Operation? Wenn du nichts sagst, werden wir gleich losziehen und deine Henkerkameraden in die Luft jagen. Diesmal werden wir unser Ziel nicht verfehlen. Gut, wie du willst. Ali, hol den Sprengstoff. Wir ziehen nochmal los. Ein Leutnant. Sein Name? Ramsey. Na geht doch. Nimmt man Metall zur Hilfe, geht alles. Also, was beabsichtigt dieser Leutnant Ramsey als nächstes zu tun? Wollt ihr, dass ich meinen Vorgesetzten verrate? Ja, genau das. Nein, niemals. Ich bin kein Vaterlandsverräter. Das seid ihr. Vaterland? Dass ich nicht lache. Vaterland, sagst du? Du dummer Patriot. Die Flagge steht über allem. Dann auch wahrscheinlich über dem Volk. Über allem. Auch über dem Volk. Und was nützt die Flagge, wenn kein Volk mehr da ist? Ihr seid Terroristen. Kanaillen. In der Hölle werdet ihr schmoren. Ihr alle. Du Idiot, wir schmoren bereits in der Hölle. Wir alle. Das wäre nichts Neues. Ihr, eure Vorgesetzten und deren Bonzen. Ihr seid die Hölle für das Volk. Terrorist! Ich zeig dir, du Hund! Hör auf, Majid! Mach weiter, vernichte ihn! Ich knall dich ab, du Ratte! Barbaren! Sag, was sind die nächsten Anweisungen eures Leutnants? Ich sage nichts, Terrorist. Wir sollten ihn exekutieren und auf die Straße werfen. Die Bombendetonation ist misslungen. Aber wenn sie die Leiche dieser Ratte sehen, werden sie wissen. Wir geben nicht auf. Und das Volk wird erfahren, der Widerstand lebt noch. Das wäre fatal. Warum? Das wäre konsequent. Moralisch wären wir nicht besser als Sie. Das Volk ist nicht dumm. Und strategisch würden wir unsere Trumpfkarte für nichts ausspielen. Solange er lebt, haben wir noch eine Chance. Lebend ist er uns nützlicher. Du sprichst ja schon wie Fatima. Moral dient Unterdrückern. Sie korrumpiert. Ja, ja. Der Vorschlag ist gut. Rache. Er soll den Zorn des Volks spüren. Vergeltung. Exekution. Ja! Majid, sammle dich. Wir können ihn, wenn es hart auf hart kommt, benutzen. Denk nach. Ah, immer dieses lästige Denken, Denken, Denken. Mir raucht schon das Hirn. Siehst du nicht, wie brutal sie vorgehen? Jetzt sollten wir zeigen, wir haben keine Angst vor euch. Das wäre das einzig Richtige. Das wäre fatal. Was schlägst du denn vor? Was sollen wir mit diesen dummen Patrioten machen? Gefangen halten und warten. Also nichts. Das ist ja ein toller Vorschlag. Nein, nieder mit den Barbaren. Wer ist für eine Exekution? Ich, gnadenlos. Ohne Zweifel dagegen. Und du, Zelda? Sag schon, was willst du? Sollen wir Chan rächen oder nicht? Zelda, Liebste, sag was. Wenn du nichts sagst, werden wir zu Mördern. Du willst nichts sagen. Gut, Kameraden, Zelda enthält sich, wie es aussieht. Die Sache ist besiegelt. Tod den Unterdrückern, Freiheit dem Volk. Du möchtest? Na dann hier, jetzt kannst du dich persönlich rächen. Was ist in dich gefahren? Mach's nicht, Zelda. Lass sie doch, Mensch, das ist ihr gutes Recht. Du liebst dein Vaterland? Ja, selbstverständlich. Ich bin Soldat und sterbe gern für mein Land und mein Volk. Das ist meine Pflicht. Dein Volk? Ja, mein Volk. Und wir? Wir gehören nicht zu deinem Volk? Ihr seid Terroristen, Feinde des Volks. Zelda, worauf wartest du noch? Drück endlich ab, da gibt's nichts zu diskutieren. Was, wenn ich dir sage, wir sind Teil deines Volkes, Kinder, die aus dem Schoße dieses Volkes kommen? Was, wenn dein Vaterland die Schuld daran trägt, dass wir hier stehen und du dort? Was, wenn dein Vaterland uns dazu zwingt, dass ich dich erschieße und du mich? Was, wenn dein Vaterland will, dass wir uns hassen und das Volk sich bekriegt, damit die, die hinter deinem Vaterland stehen, daraus profitieren? Was, wenn das Vaterland eine Lüge ist, damit das Volk nicht die Wahrheit erkennen und aussprechen kann? Was, wenn das Vaterland uns blind, taub, stumm, feige macht, damit wir immun gegen die Wahrheit werden? Was, wenn wir beide, du und ich, leben wollen, aber nur gemeinsam leben können, wenn keiner mehr hungern muss? Was, wenn dein Vaterland uns absichtlich hungern lässt, damit wir uns streiten? Was, wenn wir, das Volk, du und ich,
die Flagge des Volkes erheben. Welche Bedeutung hat die Flagge deines Vaterlandes? Sag schon! Welche Bedeutung hat das Vaterland noch? Fällt dir nichts ein? Ich hasse jedes Vaterland! Ich weiß nicht. Wir haben es nicht anders gelernt. Jetzt schieß endlich, Terroristin! Verdammt, schieß, Zelda! Was warst du vor dem hier? Wie, was? Bevor du Soldat wurdest. Ich habe Schuhe geputzt und gelegentlich auf dem Feld gearbeitet. Ein armer Arbeiter. Waren wir auch. Dafür muss man sich nicht schämen. Man darf es nicht akzeptieren. Vergiss nicht, dieses Schwein hat deinen Bruder erschossen. Vergiss das nicht, vergiss Chan nicht. Gestern, früh am Morgen, da kam euch ein junger Mann in weißem Shirt entgegen, richtig? Ja. Er ist tot? Ja. Ihr habt ihn erschossen, ihr Mörder. Nein. Wie? Wir haben ihn nicht erschossen. Keiner von meiner Einheit hat ihn erschossen. Wir wollten ihn gefangen nehmen. Er lügt. Wer hat geschossen? Das weiß ich nicht. Er lügt, ich sag dir. Er hat Angst um sein Leben. Er will nicht verrecken. Verdammt nochmal. Jetzt antworte. Wer hat geschossen? Und lüg mich nicht an. Ich will hören, dass ihr es wart. Ich lüge nicht. Von uns hat keiner geschossen. Als er sein Shirt in die Luft streckte, schrien wir, Hände oben halten und langsam nähern. Dann plötzlich hörten wir einen Schuss und im nächsten Moment lag der Junge auf dem Boden. Und ihr habt den Schuss ausgelöst. Nein, verdammt. Ich sagte nein. Aber tu, was du nicht lassen kannst. Glaube, was du willst und erschieß mich endlich. Bei der Würde des Volkes, meine Kameraden und ich haben keinen Schuss abgegeben. Jetzt drück ab! Würde des Volkes. Schieß, verdammt! Räche Chan! Bist du verrückt geworden? Jetzt her damit! Gib mir die Waffe! Sofort! Jetzt gib sie her! Sonst! Majid, genug jetzt! Sie hat sich gegen die Exekution entschieden. Wir sind jetzt im Patt. Lass sie in Ruhe. Ah, ihr seid schwach! Zelda, du hast richtig entschieden. Nun gib mir die Waffe. Komm, gib sie mir. Du hast richtig entschieden. Das war richtig. Jan hätte es auch nicht anders gemacht.